Die Pearl 72, eine europäische Premiere, den All New Pearl 72. Du kennst Pearl? Noch nicht. Da muss ich ein bisschen an Fluch der Karibik denken. Da gab es die Black Pearl. Was sehr bemerkenswert ist, es sind ja Italiener, muss ich sagen, die hier oft hier in dieser Halle ausstellen. Und was wir festgestellt haben, das Licht ist eben kurz ausgegangen. Da war es schon ganz hektisch, hat gesagt, das muss perfekt präsentiert werden. Kann man auch verstehen, oder? Absolut. Das ist ja, dieses Schmuckstück will man im perfekten Licht präsentieren, ne? Ja, 72 haben wir schon gelernt. Was heißt 72? Fuß. Fuß, ein Fuß sind? Durch 33. Drei. Ja, durch drei ungefähr. Also 72 durch drei. Jetzt mach mal hier, komm, du warst an der Schule. Du, ich bin Mediengestalter, kein Mathematiker. Also 6 durch 3 sind 2, korrekt? 3 mal 2 sind also... Das ist richtig, ja. Also ich würde mal sagen, sie ist etwas über 20 Meter lang, okay? Kommt hin, ich glaube dir das. Kommt hin, das können wir gleich mal sehen. Also, wir gehen gleich mal rein, schauen uns das ganze Schiff an. Es ist natürlich stark umlagert, weil sie haben nur ein Schiff. Aber sie haben ganz große andere Schiffe. Es fängt an mit der Pearl 62. Ich liebe diese kleinen Modelle, die hier gebaut worden sind. Da kann man sich das Ganze natürlich sehr, sehr schön vorstellen. Das Design ist hier wiederholt. Du bist Designerin. Es ist alles fließend. Natürlich Glasfaser lässt das Ganze zu, dass solche Formen auch entstehen können. Wenn du mal kurz mitkommst, Sandra. Wir gucken nochmal drauf. Das ganze Band hier, also auch von den ganzen Fenstern und so weiter, ist komplett eingefasst in einem einzigen schwarzen Band. Und das gibt der Sache unglaublich Dynamik, oder? Ja, sehr schick. Ich bin gespannt, wie es von innen aussieht. Es sieht so ein bisschen aus, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen aus wie Star Wars oder Enterprise, so ein kleines bisschen. Ja, ein Raumschiff. Krass, also mir gefällt es richtig gut. Also, wenn du schaust, das Ganze gibt es auch noch ein bisschen größer. Hier ist die 82. Und dann natürlich nochmal die 95, die ist hier. Das ist, schau dir mal diese fließenden Formen an, die du natürlich nur mit GFK machen kannst. Ja, beschreib mal, was ist ganz oben, wie nennt man das? Das Flydeck. Das Flydeck, da drunter ist? Das Main Deck. Und unten? Das Lower Deck. Und ganz unten? Ganz unten ist Wasser. So, ich würde mal sagen, das Main Deck, ja, du, das ist vollkommen recht. Also das ist die Einteilung. Ganz vorne die Kabine, wie nennt man die? Die Main Cabin oder meinst du? Die VIP. VIP-Cabin. Ja, das ist meistens die VIP. Ab und zu ist es dann auch schon mal die, also Owner's Cabin, die du hast. Und wenn du hier hochschaust, also alles ist hier natürlich sehr, sehr exklusiv. Man fragt vorher, wir haben aber schon festgestellt, wenn man nett fragt, darf man auch mal drauf. Man kann sich das Ganze anschauen. Es ist komplett geöffnet und die Nachfrage nach diesem Schiff hier ist enorm. Hier geht auch gerade hydraulisch gerade die Klappe runter. Mhm. Es hat gepiept. Was gehört? Ah, da kann man auch seine Spielzeuge drin platzieren, ne? Absolut, ja. Hier vorne kannst du Spielzeuge reinmachen. Hier vorne das Schwimmdeck, was du hast. Das Badedeck hier auf der Seite. Das sind die Spielzeuge. Er fährt es mal ganz kurz runter. Das Ganze hydraulisch. Die World Premiere Pearl 72 und natürlich mit mehreren Funktionen. Hier kann man sich dann auch noch mal hinsetzen. I love the design. It's so neat, really. Thank you very much. We are proud of it. Thank you very much. So und jetzt glaube ich, jetzt könntest du dich mal hinsetzen. Magst du mal machen, dass wir das mal ausprobieren? Es kommen noch zwei Kissen. Die werden noch kurz für dich hingestellt. Und Sandra schon mal hier auf ihrem Schwimmdeck. Auf der Pearl. Du bist happy. Und das ist wichtig. Ja, eins der letzten Videos. Du fährst bald wieder nach Hause. Lässt mich hier alleine. Ja, meine drei Miezen warten auf mich. Ganz wichtig. Und hier siehst du auch das Design wieder. Total fließende Formen. Alles ist rund. Also du hast kaum irgendwelche Ecken drin. Das GFK macht es natürlich möglich. Aber auch hier wieder, das ist nur wirklich einer etwas kleineren Klientel vorbehalten. Jetzt bauen sie auch keine Tausende von Stückzahlen. Weil das Preisschild hast du ja gesehen. Also den Namen zahlst du oft natürlich mit. So ist es immer im Leben. Dafür kriegst du natürlich ein sehr ausgereiftes Produkt. Aber wir hatten ja auch schon einige Anbieter gefilmt, die ein bisschen preiswerter waren, dafür sich noch nicht so den großen Namen gemacht haben. Genau. Also es gibt wahrscheinlich auch immer ein paar Neulinge auf dem Markt,
die den Konkurrenten in nichts nachstehen. Und Pearl hat nur ein Modell ausgestellt. Ich bin mal gespannt, warum. Guck mal hier vorne, das ist hier zum Beispiel die Zuführung Strom. Hier ist die Stromanspeisung, Landstrom. Meistens dann noch mit dem Trenntrafo, dass du gar nicht getrennt bist. Und auch hier dieser Durchgang, das ist nochmal hier extra nochmal gesichert hier. Edelstahl und Glas. Und wir kommen mal gerade hier vorne zu so kleinen Details, wie das ausgeführt ist, gehen etwas höher. Und das ist schon mal die Sitzmöglichkeit, die du hier auf der Seite hast, wo du einfach mal Platz nehmen kannst, bisschen ausruhen kannst. Sehr schick, oder? Mhm. Und ich sehe gerade, guck mal, der Herr poliert hier die Griffe. Er macht das mal gerade. Hier muss alles perfekt sein, das genau. Ist wirklich so. Denn immer wieder kann man unterwegs sein. Perfektion ist hier am Stand ganz, ganz wichtig. You like the perfection, that's it? Yeah, it's all about perfection. At this level of the yachting, this size of yachts, perfection is everything. Thank you so much. Ja, also er hat uns das Ganze mal beschrieben und hier siehst du gleich mal ganz viel Edelstahl, hier Hochglanz poliert, das hast du hier unten drunter. Der Tisch ist natürlich höhenverstellbar, er hat die Möglichkeit, ihn auszuziehen. Eine Besonderheit ist natürlich, dass dann viel mehr Leute Platz nehmen können und damit du etwas mehr Raum hast, kann das Ganze auch nochmal erweitert werden oder auch nicht, damit du etwas besser durchkommst. Und wie du siehst, schau mal hier, das ist nahezu durchgehend hier und ich komme mal gerade zu dir, zeig das Ganze mal, wie du hier an deiner Tafel, ich weiß nicht, was du essen möchtest, vielleicht ein größeres Menü, damit du hier den ganzen Platz brauchst, aber zum Zeigen ist es mal ganz nett. Hat sie gefallen die letzten 5 Tage? Auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn noch ein paar Messen dazukommen dieser Art. Kommen, kann ich dir fest versichern. Hier hast du noch ein Storage. Heißt also, hier kannst du da noch das Zubehör unterbringen. Oh, Mülleimer mit drin. Guck mal, wie der rausfährt, wenn ich hier öffne. Cool. Kommt dir entgegen. Ja, hier vorne wahrscheinlich könnte ein Grill sein. Sollen wir mal nachschauen, was hier drunter ist? Dass wir hier einmal mal kurz anheben und da ist ein Waschbecken mit eingebaut mit Gasdruckfeder. Ruhig nochmal schließen. Und das erste Mal, dass wir das gesehen haben, jetzt schau mal, elektrisch. Also nicht mehr hier mit irgendwas, sondern du drückst auf eine Taste, wenn du mal ganz kurz drauf drückst, in der Hoffnung. Passiert was? Ja, könnte sein. Ist gesperrt. Oder festhalten. Ganz viele Funktionen sind gelockt hier auf der Messe. Zum Beispiel das Horn von den Schiffen. Geht in den meisten Fällen nicht. Und jetzt schauen wir in diesen riesen Raum rein. Ich muss schon mal einen Schritt weiter zurückgehen, dass wir den ganzen Raum mal komplett erfassen können. Das ist riesig. Das ist schön. Toll. Alles offen, die Möbel einzeln. Sie stehen also jetzt nicht irgendwie festgeschraubt, wie wir das kennen von Wohnmobil, sondern es ist alles sehr freizügig. Du kannst sie selber anordnen. Komm, wir gehen mal kurz hier rüber. Dann hier so ein kleines Detail, schau mal hier hin. Das ist hintergrundbeleuchtet hier, diese Abstellfläche für die Vase. Ich bin mal wieder sprachlos hier. Was gefällt dir an dem Schwarzen so gut? Es ist so zeitlos. Es macht den Raum zwar optisch so ein bisschen kleiner, aber trotzdem so gemütlich. Ich mag schwarz. Und hier, oh, guck mal, da ist komplett so verspiegelt. Warte mal gerade, wenn du dich mal gerade da vorstellst, dass ich dich einmal kurz hier ablichte, das ist gar nicht so leicht darzustellen. Es erweitert den Raum aber nochmal ganz massiv hier. Und hier große Sofagarnitur. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Da ist Sandra. Und sie blickt ja mal ganz langsam hier auf ihren Bildschirm drauf. Wir schauen mal gerade hier auf der Seite und da hast du dann den Blick auf den Fernseher hier vorne drauf, der roundabout 60, 65 Zoll hat und hier wird nochmal die Anwendung gezeigt. Sandra, bleib ruhig mal sitzen. Oder komm mal zu mir. So stellt man sich das vor. Du bist oben auf dem Flydeck, du steuerst dein eigenes Schiff. Ja, traumhaft. Wenn dir der Wind um die Nase bläst, schön. Ja, ganz viele integrierte Schränke. Das ist auch cool. Guck mal, du musst hier so reindrücken. Du siehst gar nichts. Drückst hier rein und kannst das öffnen. Dann wird das hier entlockt.
Das ist nicht irgendwie schwarz, das ist Holz hier, echt Holz. Genau, das ist ganz, ganz dunkles Holz. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch noch zusätzlich lackiert. Sehr schön. Und hier diese gerüffelte Optik, sehr, sehr edel. Indirekte Beleuchtung, wo das Auge blickt. Die Griffleisten auch einfach zu öffnen. Wir hatten eben den Fall in einem Schiff, da haben wir ganz viele Dinge nicht aufbekommen. Das haben wir auch noch nie gehabt, weil die Magnete sehr stark waren. Genau, hier geht es echt easy auf. Wie schon gesagt, du drückst hier runter und dann öffnen, wird es entriegelt. Perfekt. Die Küche, ganz wichtiger Faktor ist natürlich Wohlfühlen in der großen Küche. Und hier hast du die gleiche Optik wie im Innenraum drin, in einer ganz großen Küche. Und das Design natürlich hier mit diesem hellen Holz in Verbindung mit den Edelstahlelementen. Und dann schau mal, du bist dann direkt, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir das etwas besser sehen. This kitchen is, I love the kitchen. It's integrated into the steering. It's a particularly open plan, and the idea here is to replicate exactly the modern lifestyle that we live at home. With this as a center of gravity, with friends preparing an aperitif or a light dinner for all the guests on board. So this open plan effect is one of the, let me say, wow effect of this salon, which is particularly, let's say, wide and full of lights, natural lights. That's the idea. But what I really liked, it's not so over designed. It's high end design, but it's for long lasting times. Means that you have your freedom for the next 10 to 15 years if you want to. I think so. Of course, materials are very well tested before going on board, because the kind of usage that they have to face is particularly heavy. So tested, and the designer that we are using, which is a British designer, Kelly Hoppen, and she's also in cruising and other in hospitality. So parts of this experience comes also for that, and yes, absolutely. Durable design and long-lasting design. I love the usability. We've been on a ship before where you cannot open the doors because the magnets were so strong, and this is a high fashion design because they didn't want to show anything. Here you see every switch to open, any cupboard and anything. It's so easy. And it's not only design, so it has to be functional too. It's a form and function, which is the way we try to design. Pearl is a boutique yacht builder, and so we are very much keen on usability and user-friendly. For us, a design doesn't exist if it is not followed by form and function. Yeah, Bora, the inventor of suction, you have here integrated a lot of other companies, did it afterwards, but this is the original design, how it has to be. Yeah, very much, and some details, that is like the one you are filming now, or the bottle of there, which is like to make it at the proper temperature. It's, of course, is let me call it a gadget, but it's also very useful because that is in a position where I can serve all the salon, and so it's also very, again, ready to be used and user-friendly. Thank you so much. Ja, er hat gesagt, also alles ist Form follows Function hier in dem Fall. Auch die Integration der Lichtsysteme, ja. Das könnte auch Arce Luce sein oder ein Designer, der hier integriert worden ist, aber alles ist absolut aus einem Guss. Es ist so, als wäre es wirklich, ich sag mal, das schönste Hotelzimmer, was ich je gesehen habe, oder? Ist das hier ein Schiff, also von der Großzügigkeit hier, oder ist das hier ist auch ein Hotelzimmer, oder? Ja, absolutes Luxushotelzimmer hier. Sehr, sehr schön. Und hier, guck mal, auch eine Theke, an die du dich setzen kannst. Ach, Träumchen. So, hier vorne bist du da. Er hat eben noch gesagt, dass die Integration der Küche, das ist ja auch ganz, ganz selten, dass du also so eine tolle Integration hier hast in dem Fall, dass die Küche komplett integriert ist in den Steuerstand.
der hier direkt daran anschließt. Das heißt, du hast quasi niemand weggeschlossen. Wir haben ja ganz viele Designs gesehen, bei der die Küche gar nicht so integriert ist. Das heißt, du hast hier die Küche mit drin und die ist dann irgendwo unten. Jemand, ich sag mal, bereitet irgendwas zu, vielleicht sogar die Eignerin. Man geht sich aus dem Weg. Hier ist alles integriert. Und der Steuerstand, wow. Guck mal oben drauf, hast du gesehen? Mhm. Das fließende Design. Sehr schön. So, und ja, das ist Volvo Penta. Ich meine, auf die Details mit Steuerung und so weiter brauchen wir nicht mehr einzugehen. Haben wir in ganz vielen Videos gezeigt. Aber das Design der Tür, das ist Star Wars. Und das ist so sensationell, dass man wirklich also davon ausgehen muss, it's like a spaceship. It's because I told the people down am Anfang, weißt du noch, wo wir gesagt haben, es sieht aus wie ein Raumschiff, so ein kleines bisschen, oder? Das findet sich auf jeden Fall hier wieder. Die Form hier, warte, ich gehe mal ein Stück zurück, dass wir das einmal kurz zeigen können, wie die Form hier fließt. Hier oben drüber, jetzt ist ja im Moment geschlossen. Hier kannst du noch verdunkeln hier an der Stelle. Die Klimaanlage läuft. Das ist nochmal die komplette Küche, die hier nochmal integriert ist. Und dann die Sitzgelegenheit hier auf der Seite. Du stehst bitte auf, gehst ganz langsam von deinem Steuerstand nach getaner Arbeit in die Sitzgruppe rein. Ihr wechselt ab, das heißt, der Nächste steuert jetzt das Schiff und du machst es dir gemütlich hier in diesem offenen Bereich. Und das ist wie eine Galerie, die Integration der Scheiben, des Steuerstandes. Das ist so spacious. Also du hast so viel Raumgefühl hier drin. Das ist auch, und guck mal hier die Länge von diesem Sofa. Echt schön da lang machen. Du kannst dich entweder hinsetzen oder du kannst es genießen. Also hier hast du wirklich allen Platz, den du gerne hättest. Sandra auf dem Sofa und die Sitzkissen. Schau mal hier, da hast du noch Platz drin. Kannst das Ganze öffnen und in die Sitzkissen hineinschauen. Das sehen wir hier. Und ja, jetzt kommt es noch viel besser, Sandra. Wir haben das erste Mal kein Holz, sondern wir müssen nicht wirklich davon ausgehen, dass wir jetzt hier abstürzen werden, sondern richtig große Stufen mit einem textilen Design. Und guck mal hier vorne, die Kunstausstellung geht gerade weiter. Ja, ich bin gespannt. So, hi. It looks like an art gallery here. So we love every detail. This is why we took so long here. Everything is crafted. It's so well designed. And what was the name of the designer here? He's from England, from the UK. Kelly Open, which is CBE, commander of the British Empire. He's considered a sort of design star in the UK. And worldwide renewed, and we are very proud. She works in exclusive to Pearl, and every boat can be also chosen with three different style. The one that we have on this Pearl 72 is the we call it Indulgence, and is the new style, but also the other two, Luxury and Modern, gave the owners the opportunity to adapt the style and the color and the materials to their personal choices and style in a quite easy way from the industrial point of view. Du darfst hier nicht reinschauen, Sandra. Du darfst hier nicht reinschauen. She is not allowed to look in here because this design is a favorite to Sandra. Wow. Guck mal rein, bitte. Off the records, I want just to tell you something about this boat, which something we saw already, which is the garage. And this is the only 70-footer who can accommodate in the garage one tender 345 and a Sea-Doo Spark and a couple of Sea-Doo. So it doesn't exist on the market in 70, which can accommodate all these water toys in the garage. And this is unique to this Pearl 72. The other uniqueness, and I conclude, is that this cabin is the master cabin, the forward master cabin with private entrance, but this is the only 70-footer which offer two master cabins, because the other is Amit's ship in a full bin, and we're gonna see you later.
I'm totally astonished. It's not all about length. That's what I found out here in this hall. So it's not about having the longest ship. It's about the art of using space. That's what I saw all the time here. And this space is so enormous. And we have to listen to Sandra. What do you think about? Was denkst du darüber? Wahnsinn. Traumhaft. Ich bin begeistert. So schön. Also, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Guck mal hier, so kleine, ich sag mal, Dinge, wie zum Beispiel diese Lampe hier, die ist integriert in der Wand drin. Hast du das schon mal gesehen? Jemals? Du kannst sie komplett integrieren, kannst sie rausnehmen. Sie schaltet sich an und aus. Dann, du hast eben schon gesehen, das ist alles echtes Holz hier. Es ist komplett schwarz. Aber du kannst das Design vom Holz noch ein bisschen sehen. Der Boden wieder mal total soft und der führt sich im ganzen Schiff hier fort. Ich zeige das mal gerade, das Muster, dass ihr das mal seht. Und auch das Design der ganzen Klappen, das ist unglaublich. It's incredible, because we saw so many ships, but this one here, now I know why so many people want to see this ship. It's a world premiere. Well, it's a European premiere, and as a boutique yacht builder, we are conscious that we have to offer more on every model. And that's why we talk about the two master cabin and the garage. And also, last but not least, we are the only shipyard in the world to offer 5 years warranty instead of two, which I think is a great reassurance for owners and visitors of the boat. Also 5 Jahre Garantie komplett, nicht nur 2 Jahre. Thank you so much. So, er ist der Marketingchef hier und ich glaube, er ist vollkommen verliebt in sein Produkt. Und wenn ich jetzt hier mal sehe, du bist da hinten, sitzt hier, ich schaue in diesen Spiegel rein, warte mal, bleib mal sitzen, drehe mich ganz leicht zu dir und sehe in eine sehr glückliche Frau, die leider in circa einer Stunde diese Messe verlassen wird. Und wir machen Träume wirklich möglich für euch. Das heißt, wir zeigen es so, wie es ist, hoffentlich. Aber das hier ist ohne Übertreibung. Also wir wollen ja hier keinen jetzt irgendwie hier besonders glücklich machen. Eines der schönsten Schiffe aller Zeiten. Ja, ich strahle bis an die Ohren, oder? Echt schön. Sehr schön. So, ich gehe mal ganz in die Ecke rein. Ich gehe mal gerade an die Stelle, wo du gerade bist, dass ich einmal deinen Blick mal zeigen kann. Das ist der Blick auf das riesige Queensbett jetzt hier. Und ganz viel indirektes Licht, also wo ich auch immer Probleme habe, das zu generieren bei mir im Wohnmobil. Mit Zusatzlampen und. Es ist alles fließend. Nichts ist hier gerade. Also allein hier in diesem Schiff ist alles organisch fließend hier. Aber alles funktionell. Schau mal hier, die Griffe, wenn du da mal drauf drückst, das funktioniert. Das haben wir ganz anders schon gesehen. Einfach runterdrücken, ziehen, fertig. Das sieht jetzt so simpel aus, aber wir hatten wirklich ganz viel Magnetverschlüsse, wo du große Schwierigkeiten hattest, die zu öffnen. Die Türen, schau dir mal hier, 3 Scharniere halten diese Tür hier. Und ich glaube, die sind so stark, es könnte auch eins machen. Und das Bad. Ich kann nichts mehr sagen. Das ist nicht gespielt, oder? Nee, das ist nicht gespielt. Das ist so schön. Ich glaube, ich muss meine Wohnung renovieren. Das ist wirklich das Schlimme. Du kriegst so viele Ideen, wenn du das hier siehst, wie man Dinge lösen kann. Zum Beispiel auch mit dem Schwarzen. Die Qualität der Verarbeitung ist alles. Guck mal, wie oft das lackiert wurde. Das sieht man richtig hier. Das Korean hier oben in der Perfektion. Und die Spiegelschränke, auch die lassen sich ganz leicht öffnen. Das haben wir ganz anders gesehen. Der Mechanismus, wie ist hier überall verarbeitet? Innen Hochglanz. Darf ich das nochmal zeigen, bitte? Mach nochmal auf, bitte. Du kannst dich innen auch spiegeln, wenn du mal gerade siehst. Also hier, das ist Sandra innen. Hallo. Dann das Finishing oben. Du kannst in alle Ecken schauen, also wie das hier verarbeitet ist. Es ist perfekt. Also besser geht's nicht. Es ist, also ich denke mir auch, wenn du hier so ein Schiff baust, dann geht einer durch, schaut in jede Ecke rein, du öffnest. Auch hier geht die Tür. Warte mal ganz kurz, ich will mal gerade ohne dich. Du kannst gleich mal rein.
Ich muss das mal zeigen hier mit der Regendusche der Integration. Merkst du, wie leise er ist? Ja. Er hat uns ganz allein gelassen. Ich glaube, er hat alle Leute vom Boot runtergeholt, dass wir filmen dürfen. Wir können noch weiter flüstern. Ja. Guck mal hier vorne. Da die Duscharmatur hier. Boah, ist die schön. Und die Integration vollkommen. Die Stimme geht mir langsam weg. Ich geh mal rein. Auch hier. Richtig gut. 1,75 Meter mal wieder, Sandra. Und du stehst in deinem Traumbad 4.0. Plop. Ich finde auch, obwohl es ja ein kleines Bad ist, ne, ist es total geräumig, ne? So. Ich denke mal, hier kriegt man alles unter, was man in einem Badezimmer braucht. So, hier ist der Klopapierabroller auf der Seite. Die Tecma-Toilette, das ist natürlich Standard, aber auch der Boden, wow. So, wir tauschen mal gerade die Position. Ich filme mal gerade von der Stelle hier rein, dass ihr das nochmal gerade seht. Also das ist der Ausgang vom Bad. Und das Lichtdesign, ganz ehrlich, das haut mich komplett vom Hocker. Es ist so schön indirekt beleuchtet von oben. Du hast auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie tief ist. Auch nochmal alles. Hier oben Textil. Alles gepolstert hier. Genau, Textil. Alles abgepolstert. Und hier auch die Fenster zu den Seiten. Die kann man bestimmt aber auch irgendwie nochmal ab. Genau, hier sind noch Jalousien, dass man die auch abdunkeln kann, dass keiner reinschauen kann. Sehr schön. Komm, wir gehen mal. Er hat gesagt, es gibt zwei Masterkabinen. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es weitergeht. Wir gehen nochmal hoch und nee. Auf der anderen. Doch. Ehrlich? Ist es nicht hier? Nee. Ganz sicher? Ja, wir gehen nochmal hoch. Das heißt, die Master. Hier ist noch ein Schrank. Schau mal, ganz großer. Haben wir den schon gehabt? Nee. Aber ich glaube, am besten mache ich mal hier eine Seite auf. Okay, hier ist auch schon. Warte, ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz runtergehen, dass man auch mal sieht, der ist. Manns hoch, der Schrank, oder Frau hoch. Und das Ganze dann nochmal als Doppeltürenschrank neben dir mit Spiegel. Und guck mal her, das heißt, dieser Bereich hier ist komplett abgeschlossen. Mhm. Richtig? Hab ich das? Du hast einen eigenen Zugang und gleich gehen wir in den anderen Zugang und schauen mal, was es dort zu entdecken gibt. Gut. Also nochmal hoch. Ich muss die jetzt gerade mal noch mal aufmachen. Guck mal, hier sind noch Gläser versteckt für den Champagner. Auch hier ist schön die Integration der Steckdose des Ladesystems, das hier drin ist. Und das ist. Und jetzt gehen wir in den nächsten Bereich rein. Hier ist noch ein Kühlschrank, glaube ich. Guck mal, gerade. Tür und Gefrierfach unten. Und Gefrierfach. Genau. So, das. Okay, wir gehen mal runter. Denn alles ist hier getrennt. Ich gehe mal kurz vor. Und ein zweiter Aufgang heißt natürlich, dass niemand einfach mal klopft. Du hast eine totale Privacy. Und er sagte schon, ja, dass in zwei Master Bedroom, die wir hier haben, und hier ein Queensbett. Queensbett mit drin. Ich ziehe mal noch ein bisschen auf. Jetzt ist das Maximum erreicht. Großes Queensbett. Ein Badezimmer mit dabei. Die Kunstwerke schon direkt hier integriert, eine große Dusche, also genau das gleiche Design wie drüben, oder? Mhm, genau, nur ein bisschen anders angeordnet. Schränke gibt es auch ein paar. Hier ist auch noch ein Spiegel. Warte mal ganz kurz, ich bin sofort fertig. Also da ist die Toilette. Ich gehe mal in die Dusche rein und filme mal von der Dusche aus in den Waschraum rein. Hier kann man sich auch hinsetzen. Das finde ich immer sehr angenehm. Also, dass du auch mal. Du hast gesagt, zum Rasieren ist das toll, aber ich finde es auch sehr angenehm, wenn du vielleicht mal nicht mehr ganz so gut zu Fuß bist. Das kann ja passieren. Da kann man sich auch mal hinsetzen und auch die Kinder hinsetzen und so weiter. Die Enkel hier in dem Fall wahrscheinlich.
So, also für eine Doppelkabine richtig toll. Guck mal, schau mal hier, diese Hochglanzoptik, die du hier hast. Also wo du wirklich alle fließenden Formen nochmal in Hochglanzlackierung hast. Und viele schöne Designs. An der Seite ein kleiner Eckschrank, der sich komplett öffnet. Und immer wieder diese Spiegel, die du siehst, ja, jetzt hier mit drehbar, wo du dich von oben bis unten betrachten kannst, wenn du es richtig anstellst. Genau. Komplett drehbar. Hier ist auch noch ein Spiegel. Ich glaube, da verbirgt sich aber nichts dahinter. So, komm, wir gehen mal. Und das hat er gesagt, zwei Master Bedrooms. Und hier, less work, more play steht hier. Wo willst du lang? Entscheide du. Wir schauen mal hier rein. Und das ist, wow. Also hier nochmal ein großes Queensbett. Du, ich habe das Gefühl, dieses Schiff ist einfach eine große optische Täuschung. Das ist keine 24 Meter lang, das ist irgendwie 40 Meter lang, habe ich gefühlt, oder? Das ist überall Stehhöhe, gerade Dimensionen hier drin. Nochmal überall Spiegel. Ich weiß nicht, ob du es im Flur gesehen hast. Da ist auch nochmal über dir war ein Spiegel, das den Raum auch nochmal komplett öffnet. Sehr schön. So, ich stelle mich mal ganz in die Ecke hier rein, dass ich das mal hier aufnehmen kann. Zweimal Sandra wieder hier im Spiegel. Das ist übrigens, hier kann man auch mal sehen, also wie eloxiert das Ganze ist. Also ein bisschen abgedunkelt hier. Und Sandra streichelt über diese indirekte Beleuchtung drüber. Eine Mulde. Vielleicht auch nochmal. Naja, ich glaube, kann man auch ein paar Sachen ablegen. Aber ich glaube, es ist das indirekte Licht, was du hier hast, was dann da zum Ausdruck kommt. Was ist hier? Ein kleines Fach. Ablage. Ja, schwarz, tiefschwarz kriege ich kaum gefilmt. Also so schwarz ist es hier drin. Und es riecht unfassbar gut hier. Was ist das? Wollen wir mal riechen? Hm. So ein bisschen nach. Na, was riecht das? Gut. Warte, ich film's mal ab. Das ist Potpourri Apothecaire Ambre Nobile. Wow. Also alles ist hier nochmal auf einem anderen großen nächsten Level. So kann man es eigentlich sagen. Und wir waren noch gar nicht oben. Sandra, das ist eins der Highlights hier auf der Messe. Ja, ohne, ein guter Abschluss, ne? Ohne die Kollegen jetzt da ein bisschen, ich sag mal, abzuwerten. Jedes Schiff ist ja ein bisschen anders, aber hier die Verarbeitung, hauptsächlich die Verarbeitung, die flecht mich. Die catcht mich total. Guck mal hier auf den Mikrometer. Genau, kannst du hier? Auf den Millimeter genau hier öffnen. Hier ist auch wirklich jede Fläche irgendwie für Stauraum genutzt. Ne? Hier auch riesige Schränke. Sehr schön. Und natürlich in der Dusche auch nochmal mit Sitzmöglichkeit. Ich glaube, die ist irgendwie gelockt, oder? Geht sie auf? Nee, sie geht auf. Sie geht auf. Stehhöhe optimal, Regendusche. Ja, du hast gar nicht so viele Einschränkungen hier. Also wir hatten ja ganz viele Schiffe, die werden nach vorne unglaublich klein. Mhm. Das hast du hier nicht. Nee, hier ist irgendwie jedes Zimmer riesig. So, Blick nochmal vom Badezimmer auf das Queensbett und den Spiegel hier. Und wir müssen dich verlassen, liebes Zimmer. Denn ich befürchte, es gibt noch ein Zimmer. Mal gucken. Also, jetzt gehen wir hier raus. Das haben wir eben gesehen. Hier nochmal ein kleines Queensbett. Hier drauf. Was heißt klein? Also ein etwas kleineres. Hier eine Doppelkabine. Und alles wird nochmal wiederholt. Und das musst du nochmal bitte anmachen. Mach nochmal an. Das flasht mich ja total. Guck mal hier, das ist so ein Neon, oder? Das blendet gut. Aber schick. Guck mal hier, wie hell du jetzt bist, ja. Wie als wärst du hier aus dem Modelbook, ja. Sandra, du bist Mediengestalterin bei uns und wir haben dich mitgenommen, weil wir gesagt haben, hey Sandra,
Du musst das sehen, du bist noch unverdorben, ja, in dem Bereich Yachting oder wie viele Yachten hast du schon gehabt? Noch keine. So, und wir haben ganz viel gefilmt für euch und sind stellvertretend, glaube ich, auch für viele Messebesucher hier, die das erste Mal sowas sehen innen. Also, weil du bist ja hier auf der Messe, wir haben eben mit Jungs gesprochen, die zu Recht gesagt haben, wir trauen uns nicht zu fragen. Oh, ja. Schade eigentlich, also einfach mal fragen, nett fragen und dann könnt ihr sicher auch mal so ein Boot betrachten. Hallo. Oder einfach Hallo. Unsere Videos gucken. Ne? Tja, so ist das ja. Bitte mal ganz kurz öffnen. Also hier ist der Fernseher drin. Immer Samsung. Wir haben bisher nichts anderes. Einmal LG haben wir gesehen. Hier geht's. Zur Seite. Ist das Design? Ist doch wirklich. Ich habe sowas. Das Design ist absoluter Traum. Hast du gesehen, wie die Schubladen leicht aufgehen? Das ist wirklich im Detail. Großartige Verarbeitung. Ich finde die Verarbeitung. Man hat doch die Stehhöhe überall. Ich darf dich mal ganz kurz zeigen, nur ganz kurz. Also du bist ein Meter, wie groß bist du? Ich bin 1,86. 1,86. Also ich zeig's mal gerade. Du hast noch Platz hier drüber, ja? Total, egal wo, auch in der Dusche. Ja, also das ist großartig. Weil meistens aus Italien ist ja doch ein bisschen kleiner. Ja, wir waren auf einer Riva, da war es dann schon enger. Mhm. Aber hier ist. Hier kannst du überall. Also hier gehen alle Klappen auf. Du hast alles, ist wirklich funktionell hier drin. Und das ist ja auch eine Weltpremiere hier oder eine Europapremiere. Das ist, vielen Dank. Ja, gerne. So, und hier, wenn du hier aufmachst, da siehst du rein. Und Vollkorpusmöbel, das Ganze natürlich in der gleichen Qualität, innen wie außen. Ich bin total beeindruckt. So, und da werden jetzt viele sagen, ja, du sagst es ja nur, weil der Hersteller. Wir hatten eben ein Schiff gefilmt und da muss man sagen, da hat so große Schwierigkeiten, die Klappen zu öffnen. Da haben wir schon gesagt, ja, die Magnete, die werden noch. Aber das war viel zu schwer, oder? Die Magnete leiern noch ein bisschen aus. Ne? So, guck mal hier, da ist die Dusche nochmal. Geh ruhig mal rein, du bist 1,75. Jetzt kann man. Hier wird es ein bisschen knapp mit der Tür, wenn die zu ist. Ja, warte, das heißt, ich komm mal rein. Oder du kommst von der anderen Seite durch, weil auch hier das Badezimmer hat noch zwei Türen. Es hat zwei Türen. Warte mal, ich komme mal zu dir. Genau. Guten Tag. Schließen wir die eine Tür und schließen die Tür zur Dusche. So gedacht ist das. Aber es hat jedes Zimmer hat seinen eigenen Duschbereich. Du musst hier nichts teilen. Also stell mal vor, man hätte das in jeder Wohnung. Zu jedem Zimmer auch ein Bad. Ja, spricht ja nichts dagegen. Aber hast du gesehen, was Badezimmer kosten mittlerweile? Also selbst. Sogar so ein kleines Bad, wenn du das machen lässt, kostet 30, ein Kleinbad, 40, ne? Ja. Ist so, aber hier ist alles mit drin. Und hier, ich muss ja nochmal zeigen, hier dieses Neon. Die AGC, guck mal hier, die ist so schön. Jetzt habe ich dich. Warte, ich schwenke und guck hier, die AGC geht auf das Neon und es wird dunkler. Wow. Und jetzt wird's hell. Ja, wir gehen hoch. Auch hier ist natürlich jeder Stauraum genutzt und gehen mal auf das Flydeck. Dass wir auch da mal sehen, was wir hier haben. So, das war das Wohnzimmer. Da könnt ihr euch noch dran erinnern. Vor ca. 38 Minuten haben wir hier begonnen. Und wir gehen mal vorsichtig hier rüber. Zu dem Außenbereich. Alles riecht hier lecker. Sehr fein. So, gehen wir hoch. Weißt du, ich mag jetzt hier auch schon gar nicht mehr so den Motor sehen oder so. Weißt du, das brauche ich gar nicht. Sollen wir noch mal ganz kurz aufs Sonnendeck vorher gehen? Wenn du die Tür einfach mal kurz schließt, sei mal so nett. Auch hier wird von oben geschaut, gesimpelt und das ist wirklich vom Feinsten. Wir gehen an der Reling vorbei, auf dem Weg nach vorne. Alles hier nochmal indirekt beleuchtet. Und der Bereich ist genauso schön wie der hinten. Sandra, ich bin beeindruckt. Es ist auch hier wieder mal echt Carbon. Das Ganze soll ja auch ewig halten. Und Sandra räkelt sich. Und das ist ja nun wirklich hier Titanic-Style, den du hier hast. Also mit diesem Teil hier fühle ich mich absolut sicher. Und wow, wenn du das sehen könntest, was ich gerade sehe, das ist dein Schiff, Sandra. Das ist für dich gemacht, weil auch die Kleidung, die du heute anhast, passt perfekt zu diesem wunderschönen Schiff. Gell, schwarz-weiß, ich hab's schon geahnt. Du bist im Saarland geboren eigentlich? Ja. Wo?
In Saarbrücken? Saarbrücken. Saarbrücken, wie mein Sohn. Und auch hier, guck mal, dass hier laufend poliert wird, ist ja vollkommen klar. Wenn du jetzt hier diese Edelstahl-Hochglanz polierten Oberflächen siehst. Wie Spiegel. Boah, ist das schön. Und den Tisch kann man natürlich vergrößern. Du magst mal probieren? Ja. Ob man das kann als Normalsterblicher? Wird gehen. So, und ziehst es raus. Das wird gleich wieder poliert, Sandra. Und dann kann man ihn rausklappen. Wahrscheinlich ist er, ne, ist frei. Boah, das ist volles Teakholz. Und ich filme mal gerade hier auf die Ecke, dass ihr mal seht, wie groß dieser Tisch ist. Und Sandra sitzt vor einem gefühlten 10 Quadratmeter Tisch. Aber das muss ja auch so sein, weil Leute sich hier hinsetzen können. Hier oben ist das große Sonnensegel drüber, wie ihr seht. Und die kleine Windschutzscheibe vom Boot. Komm, wir gehen mal aufs Flydeck. Boah, das ist Vollmaterial. Ich glaube, wenn du dir da den Finger quetscht, tut's weh. Das machst du ja nicht selber. Das wird dann vorbereitet. Dein Steward kommt, macht das für dich fertig. Hier ist auch noch Stauraum wahrscheinlich. Ne? Ja. Sieht alles so schön auf hier, hydraulisch. Ja. Gasdruck. Gasdruck? Gasdruck. Also hydraulisch wäre dann eine Flüssigkeit drin, jetzt ist ein Gas drin, ist eigentlich der einzige Unterschied. Und, so, mal kurz rein. Also ich habe es ja schon moderiert, Thema Star Wars und Co. Jetzt ohne Witz, ist eins der schönsten Boote, das ich je gesehen habe. Und das hier anzubieten, muss eine große Freude sein, weil die Verarbeitung finde ich so klasse, es funktioniert alles. Oh, uns gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich finde, man erkennt, dass es... Oder dass die Marke jedes Jahr einen Schritt nach vorne macht. Und ja, ohne Frage ist es. Darf ich dir was erzählen, was uns gerade passiert ist in einem anderen Schiff? Ja, wir sind rein. Wir haben die Türen nicht aufbekommen, weil die Magnete so hart eingestellt waren, dass die Kollegin wirklich in einem Luxusschiff, designt hoch 100, die haben kaum eine Tür aufbekommen, weil die waren so tight, die Magnete. Bei euch funktioniert alles. Das ist echt, die Verschlüsse sind sensationell. Das fängt an mit dem Eigner oder mit dem Gründer Ian Smallridge, der selber ewig lang auf Yachten gearbeitet hat und das Ganze ins Leben gerufen hat. Und auch die Eigner, das sind alles Leute, die selber zu See fahren und vielleicht merkt man das ja daran. Wie ist der Preis ungefähr von dem schönen Schiff? So wie sie da steht, gibt es dieses Jahr noch eine. Da wirst du bei zwischen 3,2 und 3,4 Millionen Pfund unversteuert liegen. Okay, also rund 4,2 Millionen Euro, wenn sie bei mir steht. Ja, nicht ganz. Der Pfund fällt ja immer weiter. Ich glaube, das letzte Angebot, was ich rausgeschippt habe, lag bei 3,86. Überleg mal, es sieht von außen aus wie original wie 12 Millionen oder 15. Das ist so. Müssen wir die Preise hier erhöhen. Nein, wenn du aber jetzt, das ist ja Serienbau, macht ihr ja, oder? Das heißt, wir produzieren aber nur ganz klein. Also wir sind ein Familienunternehmen. Wir produzieren 10, maximal 12 pro Jahr. Im Vergleich zu unseren großen englischen Cousins, die produzieren ja 150, teilweise über 200 pro Jahr. Und wir sind eher so klein, aber fein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass du das unbedingt bezahlst. Also das, ich sag mal, die Kleinserienfertigung vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, kriegst du unglaublich tolles Schiff fürs Geld, oder? Nein, wir sind also preislich schon ganz gut am Markt gelegen. Und darüber hinaus, also was uns am Markt ganz nach vorne schiebt, sind unsere 5 Jahre Garantie. Hat er eben gesagt, also normal 2 Jahre hier. Ihr sagt, sind die 5 Jahre auf alles? Also es ist 2 Jahre von der Werft auf alles. Und dann gibt es eine erweiterte Warranty über weitere 3 Jahre. Hier in Europa, muss man dazu sagen. Wenn ich hier jetzt bestelle, wie lange muss ich denn warten auf meinen? Wenn du dieses Jahr noch eine haben willst, musst du dich ganz schön anstrengen. In der Regel liegen wir bei zwischen 10 und 12 Monaten. Nur? Soweit das, also das ist momentan der Stand, hoffen wir, vielleicht ist das nach der Boot, ändert sich das ja. Ja, jetzt war ja ganz lange, es gab ja keine Messen, merkst du Nachholbedarf? Also im Vergleich zu 3 Jahren, man merkt schon, dass die Leute
viel Lust und sich drauf gefreut haben. Und auch der Zulauf bei uns auf jeden Fall ist sehr groß. Und wir haben uns sehr gefreut, alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja, ein strahlender Thomas Harder von Pearl. Du kommst, woher kommst du? Halb Engländer, halb Deutscher. Und der Ort, wo du herkommst? Norddeutschland. Norddeutschland. Das heißt, du bist jetzt Händler oder Werksvertreter? Nee, ich bin Broker, also ich bin Makler. Makler, sehr schön. Wir gehen mal hoch aufs Flydeck, bitteschön. Gehen kurz vor und schauen uns das mal an. Und hier führt sich alles nochmal fort. Alles. Also vom Design her, ich gehe mal ganz zurück, bleib ruhig mal da stehen. Eins der schönsten Schiffe auf der ganzen Boot. Also hier wirklich ein Platz. Dieser Raum ist größer als mein Wohnzimmer. Und das ist das Flydeck. Ja. So, dann schauen wir mal was. Ah, der Grill. Hier der gute alte Canyon. Guck mal, hier ist er. Das mit dem Spiegel, das werden jetzt ganz viele Saarländer nachbauen, die ihren Schwenker mal bespiegeln. Dann hast du hier nochmal eine tolle Abdeckung. Weißt du was, wir fahren auf jeden Fall nach Cannes. Also das wird ja jetzt demnächst sein und wir werden uns das da mal angucken. Und ich glaube, ich werde heute schon fahren, werde zurückfahren, weil das morgen werde ich mir nicht antun, muss ich sagen. Denn hier ist wirklich, die Boot wird am Wochenende gestürmt von Leuten. Das ist zu Recht auch eine der wichtigsten Messen. Und wenn ihr seht, wie das Ganze hier wirkt, dieses Daybed, hier guck mal, wenn du das mal, ja sei mal so lieb, dass wir mal eine sinnvolle Anwendung für dieses Bett mal finden, nämlich Sandra ein wenig Ruhe zu vergönnen. So, sie räkelt sich auf dem Bett, ist so unglaublich glücklich. Ich werde dir jetzt eine kleine Portion Scampi zubereiten und deinen Lieblingsdrink, das wäre was heute? Heute würde ich einen Gin Tonic nehmen. Ein Gin Tonic, dann werde ich gegenüber Platz von dir nehmen und werde dir ganz neidisch auf deinen dann braun gebrannten Körper. Bist du so ein brauner Typ eigentlich? Wirst du schnell braun? Gar nicht. Boah, ich brauche die Sonne nur anzugucken. Ich bin sogar im Winter braun, hast du gesehen? Echt? Ja. Ich muss mal nochmal auf die Sonnenbank, damit ich nicht mehr ganz so weiß bin. Also damit das nicht passiert, hast du hier natürlich eine große Markise und eine Sitzgruppe mit dabei. Auch hier mal bitte kurz reinschlüpfen. Wie bei der Anprobe von schicken Schuhen. Zeigen wir mal, das wäre die Anwendung für die Sitzbank. Und der zweite Steuerstand im Schalendesign diesmal. Natürlich mit einem Lamellendach hier oben, dass die Sonne dann ein bisschen effektiv abhält und der Sandra. So sieht das Küchenelement von der Seite aus und da ist der Steuerstand. Wir nehmen auch hier mal Platz, alles nochmal repliziert. Man sitzt auch sehr angenehm hier. Sandra, komm mal neben mich, komm mal bei mich. Und du kannst hiermit auch das Ganze überwachen. Was hast du hier gefunden? Eine kleine Schublade? Genau, unter deinen Füßen ist auch sowas. Kannst du die paar Sachen ablegen. Ja. Das ist auch nochmal wie so ein Gamingstuhl hier. Sehr schick. Also, von der Messe Boot 2023. Schade, dass Simone nicht hier ist. Ich glaube, sie hätte sich gefreut. Bitte da nochmal kurz reinsetzen. Und wir räumen mal das Feld, dann könnt ihr dahin. Alles gut. Da ist sie. Also ein wunderschönes Schiff. Ich bin ganz beeindruckt. Ich habe eins der schönsten Schiffe auf der Messe. Ist wirklich schick, oder? Ja, genau, das habe ich gesagt. Ja, genau. Ja. Ich habe gesagt, ich mag es nicht. Es ist viel zu klein. Aber es ist wirklich wunderschön. Es ist wirklich der Hammer. Also ich bin beeindruckt, auch die Funktionalität. Vielen Dank fürs Einschalten und denkt dran, ja, wenn ihr das Ganze seht, ja, ihr könnt das nur machen, weil ihr diesen tollen Kanal natürlich abonniert habt. Findet die Abo-Taste, drückt drauf
Und Sandra und ich werden uns weiter erbarmen und euch solche tollen Kunstwerke zeigen. Diesmal hier mit wirklich wunderschönen kleinen Details, wie hier zum Beispiel. Sandra, guck mal hier, wie schön das hier abgesetzt ist. Also es ist jedes Detail hier ist einfach... Du meinst das? Ja. Mhm. Echt schön. Hier auch nochmal Platz. Wahnsinn. Ich bin verliebt. Sag mal tschüss. Tschüss.